Moin Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen bei Horse Life 2, Freunde für immer. Das letzte Mal hatten wir das Weltspringen, das Dressur und das Vielseitigkeitsturnier gemacht. Jeweils in der Weltkategorie. Heute kommt das Vielseitigkeitsturnier dran. Aber bevor wir das machen, gehen wir gerade nochmal in die Box und machen einen kleinen Ausritt, damit sich unser Mustang erholt. Und ihr habt mir immer noch keinen Namen in die Kommentare geschrieben. So langsam wird's Zeit, Leute. Bald verlassen wir die USA wieder. Okay, dann lasst uns mal. Okay, scheinbar können wir gerade noch gar keinen neuen Ausritt machen. Das haben wir alle schon erledigt. Dann gehen wir direkt zum Vielseitigkeitsturnier, denn danach können wir definitiv was machen. Angefangen mit Springen. So. Gleichstand mit Susi. Aber trotzdem bin ich an erster Stelle. Yay! Okay, weiter zum Dressurturnier.
So, ich denke, das war ganz okay. 195 Punkte sind das jetzt zusammen. Dann auf zum Endspurt, zum Vielseitigkeitsrennen. Bla, Blödsinn. Zum Geländeritt. So, die letzten Meter sind angebrochen und ich hoffe, wir haben das Turnier gewonnen, denn dann geht's endlich mit der Story weiter, glaube ich. Punkte. Ja, mit 10 Punkten Vorsprung haben wir gewonnen. Bim, bim. So, mal gucken, was Owen jetzt sagt.
erstmal, dass der Tag rum ist. Hurra, Luca, du warst unglaublich. Was für eine Meisterschaft. Du hast wirklich alles gegeben. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Es macht richtig Spaß, dir beim Reiten zuzusehen. Du bist klasse. Ich muss dir unbedingt sagen, wie stolz ich bin, mit dir verwandt zu sein. Du bist einfach toll. So etwas mit einem Mustang zu schaffen, den du kaum kennst, ist einfach fantastisch. Du bist nicht bloß talentiert, du bist unglaublich. Ich bin so froh, dass du hergekommen bist. Hier ist ein Geschenk als Dankeschön. Bis bald. Hey, Luca. Tust du mir einen Gefallen? Du hast die Meisterschaft abgeschlossen und bald musst du wieder fort, aber ich fände es super, wenn du noch einmal auf dem Mustang reiten könntest. Ein kleiner Ritt kann doch nicht schaden. Okay. Ich hätte jetzt lieber erstmal gesehen, was unsere Überraschung war. Oder unser Geschenk. Reite noch einmal mit dem Mustang durch die atemberaubende Wüstenlandschaft. Okay, dann genießen wir jetzt ein letztes Mal die Umgebung. Ich finde sie echt bezaubernd. Ich würde echt gerne mit einem Pferd durch die Berge reiten. Na, ihr beiden Kühe. Thank you.
endlich am Ende angelangt. Von wegen kleiner Ausritt. Alles hat ein Ende. Auch diesen Ritt hast du erfolgreich zu Ende gebracht. Gut gemacht. Gerade von deinem Ritt auf dem Mustang zurück? Es freut mich, dass du die letzte Zeit auf unserem Gestüt genießt. Ich möchte, dass du dich jetzt in Vorbereitung auf die Reise um dein Pferd kümmerst. Es hat schließlich einen langen und anstrengenden Flug nach Hause vor sich. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Okay, dann kümmern wir uns mal eben um Adavi. Oh, Kleiner, du siehst aber nicht gut aus. Was hast du denn? Sekunde kurz. So. Aber warum müssen wir ihn denn jetzt putzen? Ich dachte, wir sollen Adavi putzen. So. Gut, du bist also reisefertig. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen traurig, dass du fort musst. Also, liebe Cousine, ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Dein Besuch hat uns viel bedeutet und du wirst uns sehr fehlen. Ich wünsche dir eine gute Heimreise und hoffe, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Hey, ich bin's. Ich konnte dich nicht abreisen lassen, ohne dir zu sagen, wie viel Spaß es mir gemacht hat, gegen dich anzutreten. Du bist wirklich eine tolle Gegnerin. Ich bin sicher, früher oder später werden wir uns wieder, treten wir wieder gegeneinander an. Komm gut nach Hause. Bis bald. Ach, Luca, sei doch nicht traurig. Ich bin ja auch traurig, dass du gehst. Aha. Aber ich bin auch froh, dass wir uns kennengelernt haben. Es hat Spaß gemacht, dir beim Reiten zuzusehen. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Und kümmere dich um Adavi, er sieht gerade nicht besonders gut aus. Wir sehen uns bestimmt wieder, Luca. Mhm. Tun wir. Denke ich. Und zurück über den großen See. Nach Hause, nach Deutschland. Hallo Luca, du siehst gut aus, trotz Jetlag. Hattest du eine gute Reise? Wir haben alles über dich in der Zeitung gelesen. Du warst unglaublich, du hast uns alle sehr gefehlt.
Aber jetzt bin ich hier, weil ich schlechte Nachrichten habe. Deinem Pferd geht's nicht gut, Sekunde. So. Ich weiß nicht, woher er es kommt, aber da gibt es ein Problem. Komm, gehen wir zu ihm. Ja, Davy. Oh. Tut dir dein Huf weh? Du siehst echt nicht gut aus, Dicker. Hallo Luca, Francis war bei mir. Offenbar ist Adavi ernsthaft krank. Die zwei Reisen waren nur zu viel. Francis meint, dass eine Operation helfen könnte, aber die Diagnose ist trotzdem nicht ganz positiv. Für eine solche Operation benötigt er besondere Ausrüstung und Bedingungen. Wir können uns das leider nicht leisten. Aber ich habe einen Freund, der mir neulich von einem Grand Prix mit der großen Gewinnsumme in Griechenland erzählt hat. Mein Freund hat mich gefragt, ob du wohl so kurz nach deinem Sieg bei der Weltmeisterschaft daran teilnehmen möchtest. Beim Grand Prix kommen einige der besten Reiter der Welt zusammen, aber du hast gute Chancen zu gewinnen. Meinst du, du schaffst das ohne Adavi? Ich fürchte, wenn du die Operation bezahlen willst, hast du keine Wahl. Ich rufe gleich mal meinen Freund an. Dann kannst du ihn auf seinem Gestüt besuchen. Du wirst bald aufbrechen müssen. Darf ich jetzt erstmal verschnaufen? Ich hätte mich gerade gerne um Adavi gekümmert. Gut, dann geht's halt von Deutschland direkt runter nach Griechenland. Hallo Luca, ich bin Achilles, ein sehr guter Freund deines Onkels. Willkommen auf meinem Gestüt. Ich weiß, es sieht genauso aus wie bei deinem Onkel. Mir hat es bei ihm so gut gefallen, dass ich hier in Griechenland eine exakte Kopie aufgebaut habe. Ich weiß, warum du hier bist. Wir haben alle davon gehört. Wie schrecklich, aber Kopf hoch. Ich weiß, du wirst diesen Grand Prix gewinnen und dein Pferd retten. Ich bin hier nicht allein. Meine kleine Schwester Anna kümmert sich um den Laden. Du musst ihr verzeihen, wenn sie mal kurz angebunden ist. Sie hat einfach nur so viel zu tun. Ich schlage vor, du verschwendest jetzt keine Zeit mehr. Geh zum Stall und suche dir ein Pferd aus, mit dem du trainieren und am Grand Prix teilnehmen möchtest. Ei, ei. Da haben wir einmal Cricket, dann Angelo oder Angelo Araber. Wir haben Küste, der komischerweise genauso aussieht wie unser Adavi, beziehungsweise Küste ist auch das Pferd aus der Demo. Aber ich denke, wir nehmen Cricket, meine kleine Abwechslung. Mit den grauen. So, kurz füttern. Okay, bevor wir aber weitermachen, werde ich gerade erstmal nach Adavi gucken, weil nicht, dass er gleich wieder sein komplettes Leben verliert, so wie vorhin. Also wie in der letzten oder vorletzten Folge. Adavi ist ja gar nicht dabei. Ich bin so doof. Okay, gehen wir zum Training. Ich hoffe, du bist gut in Form, Luca, denn das nächste Training, das ich geplant habe, wird kompliziert. Ich werde dir zwei Dressurfiguren zeigen. Die erste nennt sich Corbette oder Corbette. Das ist eine komplizierte Figur, die ein gutes Gleichgewicht erfordert. Die zweite ist die Capriole, ebenfalls eine sehr technische Figur. Du weißt ja, was zu tun ist. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Wir werden aber gleich erstmal wieder das Outfit ändern. So, dann gehen wir direkt über zum Springen. Hallo Luca, überrascht? Ich wusste, dass wir uns außerhalb der USA irgendwann wiedersehen würden. Du hast dir also ein Pferd ausgesucht, um den Platz von Adavi einzunehmen. Es tut mir sehr leid, was mit ihm passiert ist, als du aus Amerika zurückgekommen bist. Mit einem neuen Pferd an einem Wettkampf teilzunehmen ist riskant, denn ihr kennt euch ja noch nicht so gut. Ich habe eben bei einem Geländeritt eine superschnelle Zeit vorgelegt. Ich fordere dich heraus, den Parcours mit deinem neuen Pferd schneller zu schaffen. Ich warte hier.
bin gespannt, ob dir das gelingt. Oder ob ihr das hinkriegt, besser gesagt. Ich hab's heute wieder mit dem Lesen. Und damit sind wir auch in einem neuen Ausreitgebiet angekommen. Und das Schaf steht mitten auf der Weide. auf der Straße. Nimm Susis Herausforderungen an und gewinne dieses Zeitrennen mit dem Ersatz für Adavi. Okay, dann geht's los. Ich habe gerade Hilfe bekommen beim Aufnehmen. Meine kleine Katze ist gerade bei mir, nicht wahr, kleines Mäulchen? Ja.
Was für ein fantastisches Rennen. Du scheinst einen neuen Freund gefunden zu haben. Hoffentlich. Das war ein guter Ritt, bla bla bla. Darf ich jetzt bitte? Gut gemacht, Lukas. Susi hat eine gute Zeit aufgestellt, aber ich weiß, dass sie das noch besser kann. Auf jeden Fall scheint sie sich gut mit deinem neuen Pferd zu verstehen. Ach ja, ich habe Neuigkeiten. Komm mit, ich muss dir jemanden vorstellen. Einen Achaltikener. Ach, ich habe eine Idee. Statt ihn dir einfach nur zu zeigen, lasse ich dich darauf reiten. Du kannst mit dem Achaltikener für den Grand Prix trainieren. Ich beobachte euch, bis ihr soweit seid. Okay, jetzt darf ich endlich in den Stall gehen. Danke. Ist er nicht hübsch? Ich finde ihn wunderschön. Okay, wir gehen gerade doch nochmal in den Shop. Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte doch beim Pferd gucken. Mann. Ich kaufe die jetzt trotzdem. So. Okay, scheint nichts Neues zu geben. Aber Owen hat ja gesagt, er hätte ein Geschenk für uns. Mal eben gucken. Ich denke, es ist bei den Reiterklamotten. Okay. Ah, der Sattel wird's gewesen sein. Ich werde trotzdem bei dem Schwarzen bleiben, weil der zur Trense passt. Mal schauen. Ach, lass mir die Decke. Okay. Gut, Freunde. Wir machen erstmal hier wieder einen kleinen Cut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch oder Daumen runter da, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!